Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und der portugiesischen Nationalmannschaft. Und heute mit guten Neuigkeiten. Denn, wir haben es geschafft. Der gute Malte Kist hat mit sich reden lassen. Und wir konnten ihm eine Vertragsverlängerung anbieten. Jetzt muss er die nur noch annehmen. Ja, hoffen wir, dass er das auch tun wird. Aber gut, der erste Schritt ist schon mal getan und der zweite ist dann, glaube ich, nicht mehr so schwer, oder? Dass er dann das auch noch unterschreibt. Hoffe ich zumindest. Gut. Dann dürfte die Nachricht vielleicht demnächst eintrudeln, ob er denn unterschreibt oder nicht. So, ansonsten haben wir heute den 23. Bundesligaspieltag. Moment, oh, falsche Liga. Ich war kurz irritiert. Ja, den 23. Bundesligaspieltag gegen den VfB Stuttgart auf Platz 5, Stärketabelle Platz 7. Das heißt, es ist heute wieder ein wichtiges Spiel. Ich habe wieder die Siegesprämie rausgeholt und wir spielen mehr oder weniger nach Frische. Haben aber trotzdem einen Stärkevorteil, einen guten. Deswegen hoffe ich, dass es klappt heute. Und dann hoffen wir das Beste. Und nach dem Spiel wird das Jugendinternat fertig sein. Das heißt, dann geht es da auch wieder weiter. Da freue ich mich schon drauf. So, 3D-Spiel. Ja, wir in Rot, ihr in Weiß. Und dann würde ich sagen, oh, Platz 1 holen ist schwierig. Ich würde mal sagen, ich bin total sicher, dass wir heute als Sieger auf den Platz gehen. So. Auch wenn ich mir nicht da total sicher bin, aber ne, erstmal Zuversicht ausstrahlen, Vertrauen gegenüber der Mannschaft und sowas, dann sind die vielleicht positiv gestimmt. Oder sie nehmen es zu locker und verlieren. Könnte auch passieren. Ja, hoffen wir nicht, aber ist natürlich nicht auszuschließen. Ja. Gut, aber ich bin erleichtert, was Malte Kist betrifft. Also ich bin zuversichtlich, dass er jetzt demnächst unterschreiben wird und dann haben wir auf jeden Fall ein Problem weniger. Das wäre schön auf jeden Fall. Gut. Ach ja, Stuttgart wird ja von Roberto Carlos trainiert, ne? Das war ja so. Schön, schön. Stuttgart wurde bereits 5-mal Meister übrigens, für alle, die es noch nicht wussten. Und die unfairste Mannschaft der Liga. Ui, ob unsere Spieler das überleben? Lasst unsere Leute ganz. So, da ist unsere Aufstellung. Bismarck ist von einer Gelbsperre bedroht. Aber schon seit längerem, glaube ich. Und da sind die Stuttgarter. Carlos Zambrano haben die. Das finde ich interessant als Frankfurt-Fan. So. Und dann können wir das Tempo wieder anheben. Es wurde aus irgendeinem Grund wieder gesenkt. Wie gesagt, ich habe da noch kein System erkannt, nach welchem das zurückgesetzt wird. Und die Bayern führen jetzt schon, oder was? Sehe ich das richtig? Führen die jetzt schon? Alter. Ja, gut. Dann wird es halt schwierig. Oh, jetzt aber. Jawohl, und wir führen auch. Daniel Dröge. Nach Vorlage von Matthias Simon. Schön, schön. Oh, wieder den Ball da vorlegt. Das ist schön. Schön, schön. Freut mich. Das fallen wir zumindest. Stand jetzt nicht zurück hinter den Bayern. Das ist das Wichtigste erstmal. Wie gesagt, das direkte Duell kommt ja noch. Und das habe ich schon kommen sehen. Das war abseits. Das sieht man unten wieder. Unsere eigenen Fans von hinten. Die von hinten genauso aussehen wie von vorne. Und zwei Gesichter. So, aber mit dem einen Tor ist ja noch nichts entschieden. Wow, und kaum sage ich das, oder kriegen wir fast ein Gegentor rein. Aber das könnte jetzt passieren. Puh. Oder auch nicht. Ja. Nun gut. So tröpfelt das Spiel vor sich hin. Oder jetzt wird es vielleicht wieder interessant. Kein Abseits. 2-0. Jawohl. Wir brauchen Tore für die Tordifferenz. Und so machen wir das nächste. Malte Kwaliszewski nach Vorlage von Matthias Simon. Schön. Das ist schon die zweite Vorlage von Matthias Simon heute. Freut mich. Das war das sauber. Okay. Hat uns aber nicht viel genützt. Jetzt sind die Stuttgarter wieder dran. Aber die haben wir auch gestoppt. Schön. Jetzt geht es wieder in eine andere Richtung und kommt Malte da durch.
Ja, er kommt da durch. Ach, schade. Ich glaube, der hätte dann vielleicht ein bisschen näher rankommen können. Egal. Egal. Wir haben ja schon 2 Tore. Obwohl wir für die Tordifferenz natürlich noch mehr brauchen. Ja, das sieht gut aus. Ah, schade. Da rutscht der Ball zu weit nach vorne. Oh. Das sah komisch aus, wie der da gegen den gerannt ist. So als wie wenn er gegen so eine Glastür rennt oder so. So ein bisschen. Das fand ich aus. Oh, das wird gefährlich. Steuser und Aluminium. Glück gehabt. Hui. So. Wie wir bei Wolfsburg gelernt haben, dürfen wir einem 2:0 nicht trauen. Also brauchen wir noch ein bisschen mehr Tore heute, ne? Würde ich sagen. Hat doch niemand was dagegen, oder? So, das gibt Geld für Stuttgart. Für Lasse Steuser. Da hat er den Marz flachgelegt. So. Oh, Lasse Steuser. Lasse Steuser. Lasse Steuser. Huiuiui. Das gibt Ecke. Das muss ich am liebsten von den Ärzten denken. Lasse reden. Ich frage mich, was das für ein Typ ist. Der Lasse. Der Mr. Reden. Mann, bin ich witzig heute. Jetzt haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, ne? Jetzt kommen wir schwieriger an den Stuttgartern vorbei. Wir kriegen jetzt einen Freistoß, der gefährlich sein könnte. Oder wir gehen zumindest vorbei. Gibt es? Da war jemand dran. Wer war denn das? Weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, es war einer von Stuttgart. Gut. So, jetzt sind wir wieder dran. Lass dich nicht beirren von diesem Berg. Oh, und jawohl, 3:0. Sehr schön. Daniel Dröge. Eine Vorlage von Malte Chwaliszewski. Chwaliszewski oder so. Egal, bin kein Pole. Ich frage mich gerade, ob die Polen Auslaufverhärtung haben. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber die wenigsten werden wahrscheinlich wissen, was das ist, ne? Das ist kein verbreiteter Term, den man so benutzt. Manu hat so ein Sprachwissenschaftler-Gedanke von mir. Egal. Haben wir im Deutschen übrigens auch. Vielleicht erkläre ich es in der zweiten Halbzeit sogar. Je nachdem, wie spannend sie ist. Das klingt aber irgendwie, ne, wie eine Krankheit. Auslaut. Ich habe Auslautverhärtung. Oh, das ist übel. So, jetzt wäre wieder eine Gelegenheit, wo Kusic einzuwechseln, aber der ist heute nicht dabei. Aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ich würde ganz gerne Malte Kiss einwechseln. Muss aber nicht unbedingt sein. Ich meine, er hat schon das Angebot bekommen, ne? Das Vertragsangebot. Und ich bin zuversichtlich, dass er es unterschreibt. Deswegen muss ich ihn jetzt nicht mehr bevorzugen. So, dann würde ich gerne noch den nächsten Wechsel auch noch vornehmen. Dann nehmen wir mal Chananoulis raus und bringen Pohlmann rein, weil ich ganz gerne will, dass er Spielpraxis kriegt, weil er noch jung und talentiert ist. So, ich habe es gewusst, jetzt bringt den Sieg nach Hause. Und jetzt reden wir noch mit ein paar Leuten. So, und rede und rede. Lass die Leute reden. So. Dann massieren wir noch ein paar, die auf dem Platz sind im Optimalfall. Und jetzt geht's weiter in die zweite Halbzeit. Sie können bei keine besondere Stimmung bei ihren Spielern ausmachen. Okay. Ich hoffe, dass es nichts Schlechtes. Und hier sind unsere 3 Wechsel. Die wir gleich in zur Halbzeitpause alle 3 ziehen. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Aber wir führen 3:0. Und ich hoffe, das reicht. Dass die jetzt uns nicht 3 Dinger reinhauen. Das wäre schön. Ansonsten, ich habe jetzt gar nicht auf den Zwischenstand beim Bayern-Spiel geguckt. Würde mich jetzt gerade doch interessieren, wie es bei denen steht. Ob man da sich Hoffnung machen kann, dass sie vielleicht doch noch zurückfallen. Gömmel kommt rein.
Daniel Gömmel für Dennis Geiger. Und kein Problem für unseren Torhüter. Lasse Steuser. Den Namen habe ich mir jetzt gemerkt. Oh, das gibt eine Ecke. Ja. Übers Tor geklärt. Da kriege ich immer ein bisschen Angst hier. Dass der Ball zu niedrig kommt. So, ach, abseits war das. Ja gut, das ist gut für uns. Für meinen Freistoß. So, schauen wir mal, ob da aus der Variante was wird. Gelegenheit was wird. So, Matthias Simon wird gefoult. Es gibt Elfmeter! Und gelbe Karte für Van den Berg. Frage ich mich gerade. Das muss ja ein niederländischer Name sein, ne? Van den Berg. Was heißt wohl das GH? Oh, Tor, schön. Aber ich habe gerade gesehen, da hat sich jemand verletzt. Der Matthias Simon hat sich wohl bei dem Foul verletzt. Das ist natürlich nicht so gut. Aber immerhin kommen wir in der Tordifferenz wieder ein bisschen ran. Ja, Simon hat sich verletzt, den können wir jetzt nicht auswechseln. Immerhin spielen wir nicht in Unterzahl. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer dadurch, dass er jetzt weiterspielen muss, was aber natürlich passieren kann. Angenommen, er hat sich das Band angerissen und spielt jetzt weiter. Das kann natürlich passieren. Dass es schon länger ausfällt. Aber was ich vorhin sagen wollte mit Vandenberg, ne? Im Niederländischen ist ja das G nicht G, sondern ch, wie vielleicht auf dem Spanischen oder so, das, ne, wenn man es da vielleicht erkennt. Ich weiß nicht, wie das bei GH ist, weil, das habe ich in der normalen Sprache sonst noch nie gesehen, Niederländisch. Ich kann ja so ein bisschen Niederländisch. Naja, gut. Und dann wollte ich noch über Auslaufverhaltung reden, ne. Schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Erstmal gibt es hier eine Gelegenheit für uns. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, schade. Jedenfalls, Auslautverhärtung im Deutschen ist, wenn die Silben, also wenn, ne, es gibt ja vielleicht, weiß man das, stimmhafte und stimmlose Konsonanten. Meine Güte, jetzt geht's tief in die Materie rein. Aber jedenfalls gibt's zum Beispiel P, T und K, das sind die Stimmlosen. Ne, da hört man keine Stimmbänder. P, T und K. Da kommen die Stimmen erst danach wieder zum Einsatz, nach dem Plop, nach dem Plosiv. Es gibt natürlich noch andere, es gibt auch noch S oder S, ne? Jedenfalls bitte K und, also S ist stimmhaft und S ist stimmlos. Ist alles einfach der Unterschied, ob die Stimmbänder schwingen oder nicht. Und dann gibt es bei PTK die Gegenstücke B, D und G, wo man ja immer durchgängig die Stimmbänder hört. B, D, G. So. So viel zur Basis. Währenddessen tröpfelt das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Das war jetzt nicht so eine vielversprechende Chance, fand ich. Weshalb ich da jetzt unbedingt viel zu sagen muss. Und im Deutschen ist es so, und in einigen anderen Sprachen auch, im Englischen zum Beispiel nicht so, dass am Ende von Silben, ich weiß nicht, ob man als Allgemeinwissen anerkennen kann, was das, dass man bald davon ausgehen kann, dass man weiß, was Silben sind, aber jedenfalls am Ende von Silben im Deutschen, es wird alles stimmhafter, also bitte g, immer stimmlos ausgesprochen, wie bitte k. Oh, okay. Jetzt muss ich gucken, ob mir ein Beispiel einfällt. Zum Beispiel Rad. Wenn ich Rad sage, kann man allein anhand der Sprache nicht erkennen, ob ich jetzt das runde Ding meine oder ob ich die Gruppe von Leuten meine, zum Beispiel, die sich beraten oder sowas. Oder ein Ratschlag, den man gibt. Ne? Also es gibt ja Rat mit D und Rat mit T. Wird im Deutschen aber beides gleich ausgesprochen. Wegen Auslautverhärtung. Das wollte ich mal angesprochen haben, weil ich häufig nicht weiß, was ich während der Spiele erzählen soll, wenn die nicht allzu spannend sind. So, ich hoffe, das war halbwegs interessant. Jetzt kommt Lasse Steuser und könnte uns unsere Tordifferenz ein bisschen kaputt machen. Macht er aber nicht. So gütig ist er dann doch. Ah, Dankeschön, Lasse. Dass du diese Chance vergibt. Und das Spiel ist auch gleich zu Ende. Na, habe ich euch das beigebracht, falls der eine oder das andere es noch nicht wusste, und wir haben auch das Spiel gewonnen. Was will man mehr? Sehr schön.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf Auslautwertung gekommen bin. Irgendwas muss ich ja auf die Idee gebracht haben, darüber zu reden. Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir haben das Spiel gewonnen. 4:0 gegen VfB Stuttgart. Sehr schön. Das freut uns doch. Gut, wir haben die Bayern gespielt. 3:0 gegen Gladbach gewonnen. Ja gut, da haben wir jetzt dann doch nicht so viel gewonnen an Tordifferenz. Nur ein Punkt. Schade. Aber gut, wichtig ist, dass wir dranbleiben. Wie gesagt, das direkte Duell, das steht uns noch bevor. Das heißt, wenn wir alles gewinnen, dann werden wir auf jeden Fall Meister. Wir müssen halt nur alles gewinnen. Ist ja nicht so schwierig, ne? Gut. Das war auf jeden Fall das Spiel. Schauen wir mal in die Statistiken rein. Wie gesagt, so spannend wie eh und je. Und was sagt die Spieltagsstatistik? Dröge und Weber sind in der Mannschaft des Tages. Dröge hat 2 Tore geschossen, was schön ist. Wir sind die 6. beste Mannschaft des Tages. Die beiden sind die besten, wie immer. So, immerhin hat alle nicht getroffen. Das ist das Wichtigste, denn wir wollen ja Torschützenkönig werden. Es wird schwierig genug, da muss er nicht noch mehr Tore schießen. Jo, immer noch die 1. Mannschaft. Und zwar eindeutig die 1. Mannschaft. Schön, schön. Das freut mich. Gut, und dann gehen wir mal raus aus diesem Spieltag und schauen, was das sonst noch so bringt. Das Jugendinternat ist fertig geworden. Genau, schauen wir mal, ob wir das gleich weiter ausbauen können oder ob was anderes nötig wird. Ne, Trainingszentrum auf Level 10. Ja, auf geht's. Dann machen wir das mal. Weiter geht's. Ich meine, das kommt der ganzen Mannschaft zugute. Von 8 auf 9 jetzt, dann von 9 auf 10 und dann können wir das Jugendinternat weiter ausbauen. Okay, alles klar. Und die Trainingsplätze bauen wir aktuell aus, um wiederum das Jugendzentrum ausbauen zu können. So ist der Plan, genau. Und der Bauhof wird dann derweil noch fertiggestellt und dann haben wir noch einen Auftrag mehr. Dann ist der Bauhof auch irgendwann komplett fertig und wir können diesen Slot dann auch noch nutzen, um Sachen auszubauen, die unseren Spielern zugutekommen. Da freue ich mich schon drauf. Matthias Simon ist verletzt, genau. Hat sich die Achillessehne angerissen, fällt 13 Wochen aus. Er war doch erst verletzt, meine Güte, ey. Jetzt fällt er nochmal so lange aus. Er ist verletzungsanfällig. Ich habe die Befürchtung, als rutschst du damit aus unserer 1. Mannschaft raus. Ist natürlich nicht so toll. Aber das ist so die Befürchtung, die ich gerade habe, dadurch. Hast du bestimmt diese Saison eher abgebaut. Ja, so sieht es nämlich aus. Das ist jetzt die 2. schwere Verletzung diese Saison. Ja, das ist doof. Wie sieht es mit Malte Kist aus? Der wird doch jetzt einspringen für ihn, ne? Hätte ich mir jetzt gedacht. Oder soll Peindinger einspringen? Peindinger hat eine 78. Kist hat eine... Auch eine 78, ja, dann ist ja auf jeden Fall der Ersatz dafür. Dann kommt der jetzt nochmal hoch. Und zwar dauerhaft vorerst. Oder nee, erstmal 4 Wochen. Erstmal 4 Wochen. Ich meine, Simon wird irgendwann wieder fit. Aber bis er wieder fit ist, ist der doch schon vorbeigezogen, ne? Egal, ich mache jetzt noch keine Nägel mit Köpfen. Das überlassen wir der Zukunft. Wir hoffen einfach mal, dass er keine Stärke verliert, auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird. Wahrscheinlich wird Malte Kist stärker werden und Matthias Simon wird schwächer und dann gibt es da wieder eine Wachablösung sozusagen. Schichtwechsel. Oder was weiß ich. Wie alt ist Malte Kist eigentlich? Auch 21, sind gleich alt. Aber Kist hat halt mehr Talent, ne? Das spricht halt auch noch für ihn. Das heißt, bei Gleichstand sollten wir eigentlich Kist bevorzugen, ne? Egal, wir müssen das trotzdem nicht jetzt sofort beurteilen. Jetzt ist er ja erstmal in der Mannschaft. Das ändert sich ja nicht in den nächsten 4 Wochen. Und Matthias Simon wird auch nicht in den nächsten 4 Wochen gesund werden. Das heißt, es kann jetzt alles mal so bleiben, wie es ist. Okay, weiter geht's. Hier gibt es wieder Transfermarkt. Ach, Vertragsverlängerung sind das, okay. Ab
Apropos Vertragsverlängerung, vielleicht kommt er. Ja, da ist es schon. Ha! Gerade angekündigt hier. Wenn man vom Teufel spricht. So, jetzt hat er auch unterschrieben. Hat einen neuen Vertrag. Sehr schön. Das heißt, er wird jetzt erstmal bei uns bleiben. Juhu, es hat funktioniert. Das heißt, wir müssen uns nur von Peto verabschieden, den wir nicht überzeugt kriegen, dass er noch bleibt. Was ein bisschen schade ist, aber ist halt so. Ist eigentlich seine Entwicklung diese Saison. Gut, sehr gut sogar. Ja, das heißt, er wird jetzt bis 2030 mindestens, dann haben wir noch 2 Jahre Option und ich hoffe, das tritt auch irgendwann ein, diese automatische Verlängerung nach 10 Spielen. Ich weiß nicht, ob man da, müsste man da nicht eigentlich eine Nachricht bekommen, wenn das eintrifft? Ich kann mich nicht an so eine Nachricht erinnern, dass ich schon mal so eine bekommen hätte. Aber eigentlich müssten die ja dann kommen. Dass der dann eine 6 Jahre Vertrag hat oder so. Und dann noch Optionen können wir noch ziehen. Dann sind es nochmal 2. Ja, theoretisch bis 2033 Vertrag. Weiß nicht, ob der Spieler die dann auch noch ziehen kann, die Option. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall bleibt er jetzt an uns gebunden. Und bis der Vertrag ausgelaufen ist, kann es sein, dass wir schon wieder das Gehalt erhöhen müssen, weil er schon wieder mehr verlangt oder sowas, weil er stärker geworden ist oder sowas. Keine Ahnung. Kann passieren. Gut, auf jeden Fall ist das schön. Das hat funktioniert. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Dabeisein heute. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir gegen den aktuellen Tabellen-12. Den ersten FC Nürnberg spielen. Also, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.